Weg. Und wir hatten noch ein paar Akkus im System. Hm? Aber dieser doppelt nicht ernsthaft. Ach, sollte echt mehr hingucken, bevor ich irgendwas anfange. So, jetzt müsste nur noch Tag werden. Momentan haben wir nämlich nicht... Ah, es kommt schon Strom. Nur wegen dem Regen nicht so viel. Okay. Machen wir hier... Tellums. Boah, da hat sich schon was angesammelt. Sehr schön. Ich hätte gerne... Ich könnte aber so eine Woche Sonne gönnen. Aber nein, ich nehme lieber... Crafting-Bonus wird auch immer uninteressanter, jetzt wo wir mit dem Produktivitätsmodul anfangen. Ich glaube, ich nehme lieber hier Attack-Bonus und Defense-Bonus. Wobei Defense-Bonus, habe ich mir sagen lassen, ist wirklich nur die Regeneration von Lebenspunkten. Aber im Idealfall sehen wir später die Lebenspunkteanzeige gar nicht. Und wenn wir sie sehen, ist es nur ein Schlag, dann sind wir tot. Weil es also über die Schilde läuft. Also, so wichtig momentan nicht. Ich denke, hier weitere Punkte reinsetzen. Und einmal aus 17 Dollarei. Hier sind wir schon am Tag. Hier das Turmlaufstuhl. Warum nicht? Wenn wir irgendwann bei 600 Mann gekommen sind, könnte es ja vielleicht besser sein als die Adalpicke. Und es wäre auf jeden Fall sehr schnell bei 600, wenn ich mit dieser Fischergeschichte anfange. So, hier einmal die jeweils so. Und verbraucht. Gut. Können wir neu bauen? Jo. Ja, damit. So, was wollte ich eigentlich letzte Folge machen? Eigentlich wollte ich letzte Folge hier mit den Modulen weitermachen. Ja. Mit den Logic Boards und so weiter. Das sind jetzt mit den Speed Circuit Boards. Sonst brauchen wir hier die Speed Logic Boards. Und die brauchen Modul-Logic Boards, die wir gar nicht haben. Wo wir noch gar keinen Platz für haben. Wo haben wir die Vorstufe für die hier gehabt? Achso, oben irgendwo, weil das Ferrik braucht. Ich brauche alle jetzt Ferrik. Ja gut, das ignorieren wir erstmal. Wir können es schon mal anfordern. Das sollte das Problem sein. Forder an. Fordern kann man ja immer. Auch wenn es nervig ist. Aber man kann immer fordern. Man bekommt es dann meistens nicht. Module. Module da. Module Logic Board. Keine 200 Stück. Nein, 10 Stück. Dann das Integrated Electronics Zeug. Solder und Basic. Das ist hier. Integrated Electronic. Solder und Basic. Was? Hier? Ich habe das Symbol in Erinnerung gehabt. Oder was richtig war, meine Erinnerung oder das Symbol? Das Symbol. Was meine Erinnerung war. Ja, okay. Das passt schon irgendwie. So, du warst Nummer 1. Dann. Du bist falsch. Du. Das Ganze brauchen wir noch für grün. Das brauchen wir noch für. Weg mit dir. Achso, jetzt bist du wieder nicht irgendwie verbunden, ne? Ja. Mach mal so. Irgendwo war gerade den Angriff. So, so, so. Hier ist das Ganze für grün. Ich denke, ich kann das 1 zu 1... Ne, ich kann das 1 zu 1 kopieren. Das macht gar keinen Unterschied. Und es braucht auch nicht die Vorgängerstufe. Das ist gut, okay. So, so. Für Rose haben wir es auch schon. Boah, ich war ja richtig fleißig. Das Einzige, was noch fehlt, ist hier Pollution. Nächste Stufe. Das heißt, du kriegst die. Haben wir die beschränkt auf 3 Stacks. Ein bisschen viel bei denen, ne? Ja, komm, beschränkt. Nö, mach mal hier. So. Beschränkt die mal bitte alle auf 1 Stack. Weil sonst ballern wir zu viele Ressourcen, um die Kisten nur zu füllen. Hier waren 2 Stacks wahrscheinlich auch schon zu viel. So, 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 so. Um das ein wenig einzudämmen. Nanu, hier sind gar keine. Keine Basic Electronic Components. Muss ich gleich nachgucken. Tipp, 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 tipp. Du machst die da und die fehlen noch.
Anfordern, anfordern. So, Basic Electronic Components fehlen. Warum fehlt ihr? Fehlt wieder irgendwo Tin oder so? Silicon Wafer. Oh. ja. Gehen wir hier weiter. Ah, haben wir abgerissen und nicht neu aufgebaut? Kann das sein? Ich bin mir gar nicht so sicher. Irgendwo müsste hier... Ja, doch da hinten. Eine Fabrik, die Silicon Wafer herstellt, aber die macht gar nichts. Und sie macht nichts, weil keine Zäpfchen ankommen, richtig? Richtig, Zäpfchen fehlen. Und Zäpfchen wurden hergestellt irgendwo unten bei den Flüssigkeiten. Da habe ich bestimmt was kaputt gemacht. oder ich habe die Fabrik abgerissen. Ja. Da sind Zäpfchen. Zäpfchen kommen nicht, weil wir keinen Quarz haben. Ja, das kann sein. Ist das der Quarz? Nein, das ist eine Kristallformation. Haben wir Quarz noch irgendwo in der Basis? Ich mach mal ganz kurz dich, Speed, hoch. Das Tin. Nächste Stufe bitte. Unicom, Edelsteine, Silber, blink, 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 blink. Oh, wir sind gar nicht anfassen. Irgendein Angriff bei 300%. Kein Problem, kein Problem. So, auf den ersten Blick sicherlich kein Quarz. Ne. Wobei ich mir ebenfalls sicher bin, dass wir es einmal begraben haben unter irgendwas. Also entweder unter dem hier oder das andere. Will ich aber jetzt nicht wirklich ausgraben und suchen. Das heißt, ich repliziere das einfach. Da wäre Quarz. Das ist ziemlich nah dran. Nee, kann ich nicht mehr so ordentlich durch. So, normal. Wir könnten also ein MK4-Drill hier hinpacken. Das Ganze in eine rote Kiste. Ist hier Abdeckung? Ja, hier wäre Abdeckung. Dann mach daraus mal eine lila Kiste, bitte. Und du kriegst von mir gleich Speedmodule. So, damit haben wir jetzt auch die braunen Logic Boards. Das ist gut. Das heißt, wir haben jetzt alle Logic Boards und können dementsprechend alle Module, jedenfalls die Standardmodule, auf die nächste Stufe bringen. Also 3. Richtig? Ja, auf die MK3-Stufe. Okay, Forschung. Ich würde gerne Schwefel erforschen. Nein. Kostet viel zu viel. Bessere Fabriken. Kaffee. Okay, stopp. Reiß dich zusammen, Gerogon. Was sollten wir jetzt wirklich machen? Wir sollten entweder Module weiter forschen, wobei die recht ressourcenfressend gerade sind. Oder bei der Stromversorgung. Wobei wir das noch nicht mehr schaffen, alles auf grün zu bringen. Also kann das auch noch einen Ticken warten. Nächstes wäre die Rüstung. Bei der Rüstung fehlt mir immer irgendetwas, was ich jedes Mal wieder vergesse. Oh, nee, es fehlt mir immer Effektivitätsmodule 3 und Speedmodule 3, die ich jetzt hier herstellen kann, wo ich die Logic Boards habe. Also nee, Power Ammo 2 könnten wir gleich bauen. Tungstenplatten haben wir eventuell nicht, aber research mal. Das sind nur 450 irgendwas Dinger. So, wir haben jetzt Quarz. Das Ganze ist ein bisschen unsicher. Es wird wahrscheinlich bald weggebissen. Aber ich hoffe mal, es hält wenigstens so lange, bis wir genug Zäpfchen haben, dass wir, keine Ahnung, 10 Folgen oder so damit durchkommen. Das heißt, wir brauchen hier in unserer Replicator-Anlage mehr Replicator. Ja, das ist klar. Das ist nicht das Ding, was ich sagen wollte. Sondern, dass wir jetzt eine Abteilung brauchen für Quarz.
Und die für Tin und Kobalt, würde ich sagen, machen wir auch einen Tin größer, oder? Es geht, wird nicht so wirklich verbraucht. Und da mein Inventar wieder viel zu komisch aussieht. Oh, wir haben eine neue. Was? Das ist ein neues Symbol. Das ist eine Ork-Axt. Cursed Axe Level 31. Mining Power 3,9. Ist ja schon fast ein Viertel. Yay, ihr seid richtig gut. So, ich glaube, letztes Mal habe ich das so strukturiert, dass die meisten Sachen, die ich brauche, ich auch wirklich bekomme. Das heißt, ich schmeiße jetzt einfach alles raus. Ich schmeiße alles raus und dann bekomme ich die Hälfte gleich wieder. Und das ist okay so. Und der Rest landet im System. Macht mal Roboter. Also, das hier würde ich gerne rausschmeißen, damit wir hier 8, 16, 24 haben. Und nicht 7, 14, 21. Das sieht nämlich noch toller aus. Und dann mache ich die Sondersache hier unten irgendwo hin. Das heißt, die können jetzt, glaube ich, raus. Dafür hätte ich ganz gerne. Unter was fallen jetzt die schon wieder? Ich habe vergessen, unter was die Quantum-Replicator-Dinger fallen in diesem Symbol-Ding hier. Nimm bitte die rein und die rein. Okay, das weg und das weg. Nee, kommt da was gar nichts. Du. Ja, stimmt, ja, dann sollten wir auch kurz anfordern. Wobei, das habe ich, glaube ich, vor kurzem schon mal gemacht. Das heißt, die meisten davon sollten schon mal gelandet sein. Mit denen da. 19 MK. Wow. Wow. Ja, sauber. Blueprint. Ja, achso. Das ist ein Problem bei dem Aussortieren. Ich schmeiße jedes Mal Blueprints raus. Forder mal Blueprints an. Was passiert da? Die bitte raus. Ich hätte gerne 10 Blueprints. Aber wird mir jetzt nicht die geben, die schon was drin haben. Er wird mir nur leere geben, richtig. Was denken die? Oh, doch. Er gibt mir auch alte Blueprints von irgendwas, was ich gar nicht mehr brauche. Yay. Oh gut. Das da, die darf ich haben. Das heißt, ich setze jetzt mal. Das sind jetzt die Sonderreplikatoren. Also Holz, Kobalt, Tin und Gedöns. Ärmchen. Ist doch richtig so, ne? Ja, ich denke schon. Und woran hing es jetzt primär? Auch am Quarz, ne? Mhm. Können wir eigentlich gleich auf die nächste Stufe springen? Also wir müssen auf jeden Fall die MK2 einmal bauen, aber ich glaube, wir könnten relativ schnell zur MK3 hin. Haken wir dann nur Effektivität und Speed 0 auf 4 zu bringen. Was jetzt nicht so super duper schwer ist. Nö. Wobei ich glaube, sobald ich die erste Power-Rüstung erstmal habe, müssten wir eh erstmal die ganzen anderen Sachen hochstufen. Also Schilde MK3 und sowas. Ja, erforsch mal das Ding hier. So, du hättest gerne Holz. Du hättest gerne. Oh, wir haben gar keinen Quarz. Das ist ein Problem. Ich bin davon ausgegangen, dass das hier Quarz war. Du machst bitte Kobalt. Schaut gleich nach links. Schränkt euch mal. So. Dip. Also dich kann ich nicht umstellen, weil du noch eine alte Version bist. So. Jetzt geht das auch. Jetzt fehlt es mir alles über. Aber gut. Du gehst noch Tin. Tin. Zink dann auch noch, ja, auch jeweils erstmal 2. Aber wahrscheinlich muss ich dann drunter nochmal so einen Zweierblock setzen. Allein schon Tin und Copper Wire wird recht viel verbraten. So.
Wie schaut Kupfer aus? Kupfer ist auf 15.000 runter, Eisen auf 20.000. Das ist nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Das bitte einmal komplett kopieren. So, und du kriegst dann eine rote Kiste von mir hier mit denen drin, damit du das setzen kannst. Tipp, 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 tipp. Komm, einer setzen. Go, 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 go.